Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal. Ja, wir zocken Aquanox Deep Descent. Es ist ein Remake. Es gab da schon mal eine Version aus dem Jahre, ich muss lügen, ich weiß es nicht. Und jetzt kam halt das Remake von diesem Spiel raus. Es ist am 16. Oktober 2020 auf Steam erschienen. Die Bewertungen sind, ja, so. Hat aber wohl damit zu tun, dass irgendwie, wenn man den ersten Teil oder das allererste Spiel quasi gespielt hat und irgendwie jetzt hier in diesem Remake ist irgendwie was vergessen worden und das muss man dann nachkaufen und keine Ahnung. Da ich dieses Spiel nie gespielt habe, ist es mir relativ latex. Natürlich der Hinweis für die Leute, die dieses Spiel geleakt haben und gespielt haben damals, ist es natürlich ein bisschen kacke. Da müsste man dann die dementsprechende größere Version nehmen. Ich kann da nochmal kurz reingucken, wie genau die hieß. Das ist die Digital Extras. Genau, so heißt die. Sorry, ich müsste mal kurz hier. So, aber wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Optionen. Haben wir noch ein bisschen was einstellen? So. Nee, müssen wir eigentlich nicht. Ist alles aber okay. Grafisch-technisch können wir noch was einstellen. Nö, ist auch alles okay. Gut, dann würde ich sagen, ein neues Spiel. Worum geht es überhaupt? Das weiß ich gerade selber gar nicht. Ich muss das mal nochmal gucken. Es ist auf jeden Fall, dass wir in den untiefen, zurückgelassenen Ozeane verkehren. Und das ist schon mal recht cool. Und ich würde sagen, wir machen das mal mit Tutorial. Weil ich habe keine Ahnung. Schwierigkeitsgrad. Leicht und, empfiehlt sich für Spieler, die mit dem Genre nicht vertraut sind und ein lockeres Spiel haben. Ich bin nicht damit vertraut. Wir machen leicht. So, ja, ich bin gespannt. Läuft ja schon mal recht sauber. Man kann das Spiel sogar im Koop spielen, wenn ich mich nicht so täusche. Aber ich weiß nicht, ob die Story im Koop geht. Das ist wieder so eine Sache, das weiß ich wieder nicht. Da können wir nochmal kurz nachgucken. Oh. Ah, jetzt. Ich dachte gerade, es hat sich aufgegangen. Man soll nicht immer raustappen hier an. Du hast hier zwar vier Bildschirme, aber das ist trotzdem nicht gut. Ich bin gespannt. Es lädt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Also hier steht in der Beschreibung... November-Protokolle aktiviert. Willkommen zurück in der Kryos-Anlage 89 Alpha 2. Beim Erwachen können folgende Symptome auftreten. Gedächtnisverlust, kognitive Beeinträchtigung, Verlust motorischer Fähigkeiten, hab ich alles. Unfähigkeit, richtig von falsch zu unterscheiden. Was? Bevor Sie sich in Ihre großartige Zukunft aufmachen, soll Sie diese Simulation auf Ihr Leben in der schönen neuen Welt von Aqua vorbereiten. Zunächst beginnen wir mit einfachen Bewegungen. Bewegen Sie Ihr Schiff vorwärts zum Eingang der Höhle. Wo ist Hölle? Ich nicht weiß. Tipp. Nutze die Manövrierfähigkeit und den Boost deines Schiffes voll aus. Bewege mit WS vorwärts, rückwärts, mit DS seitwärts. Drücke Leertaste zur Steuerungstaste zum Sinken und Aufsteigen. Halte links umschalt rechts, links oder rechts gedrückt, während du sich bewegst, um den Boost einzusetzen. Wo ist denn der Eingang? Ah, da. Nutzen Sie den Schub, um schneller zu werden. Ja, danke, ich weiß, wie der Schub geht. Munition verbraucht. Munition verbraucht. Munition verbraucht. Tipp, verwenden Sie die Minikarte, um Fördergebiete zu finden. Warte auf den Abschluss des Scans und drücke dann die Einsetzen-Taste. Was ist die Einsetzen-Taste? Um die gefundene Beute zu bergen. Halte auch nach den goldenen Fördergebieten Ausschau. Die dort zu findende erstklassige Beute gehört dem, der sie als erstes bergen kann. Ja.
In Aqua wimmelt es von Nanoplankton, das durch deine Hülle sickert. Du kannst es zur Not auch durchqueren, aber fordere dein Glück nicht heraus. Mittendurch, Junge! Nano. Guck mal, Credits. Wir haben Credits. Ach komm, immer mittendurch hier, das Tutorial. Ja, die Nanos, die haben heute keine Zeit, die haben Feierabend. Über das Kreismenü schaltest du Scheinwerfer ein. Drücke Alt links, um das Kreismenü zu öffnen. Oder F. Also ich muss schon sagen, es ist schon sehr cool. Jetzt Munition daraus her. Rufe über das Kreismenü Inventar auf und tausche gefundene Bruchstücke gegen Objekte, um im Aqua zu überleben. Drücke Alt links, um das Kreismenü zu öffnen. Tagebuch. Achso, hier ist der. Inventar. Kann ich nicht. Ah, Kids herstellen, C. Da unten steht's. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Will nicht. Ich stelle Sigma-Munition her. Inventar öffnen. Ah, da. Gut, Sie machen das großartig. Ich hab Munition, Munition, Munition. Gefällt mir bis jetzt recht gutes Game. Ist ein gutes Game. Beim Erkunden der Tiefsee sollte jedes Unterseeboot Bewaffnung an Bord haben, um Trümmer zu beseitigen und überschwängliche Meeresbewohner fernzuhalten. Feuern Sie nun auf die Fässer dort. Was für Fässer? Du besitzt jetzt zwei Primärwaffen. Maus zielen, linke Maustaste abfeuern, rechte Maustaste, rechte Waffe abfeuern. Okay. Was für Kisten? Hier sind Kia da. Ist ja so, dass es gar nicht leckt, ne? Hervorragend! Den Fässern haben Sie es ordentlich gezeigt. Suchen wir nun nach ein paar Rohstoffen. Wertvolle Ressourcen liegen überall verborgen.
dum, dam, dam, du, wie du. Mich würde mal interessieren, ob ich hier auch umschalten kann. Und wie, ich würde gerne mein Schiff von außen sehen. Weil die Screenshots, ich habe das nur aufgrund der Screenshots mal geordert. Kritisch. Ihr Schiff ist beschädigt. Halten Sie nach Gesundheits- und Reparaturkits Ausschau, um fit zu bleiben. Ein Reparaturkit R oder Schildkit T stellt deine Kraft wieder her. Drücke R, um Reparatur zu benutzen, drücke T, um das Schildkit zu benutzen. Ja, mei! What war denn das? Was war denn das? Ich knall euch alle ab. Weiß ich, kann man das? Das so gerne doch bestimmt noch mit Joystick spielen, oder? Das wird auch geil. Erfasse das Ziel. Dadurch folgen die Zielgeschosse das Ziel und liefern mehr Informationen. Drücke mit der Maustaste zum Ziel zu erfassen. Achtung, es nähern sich Gegner. Wie in jeder Gesellschaft werden sie auch in der Welt von Aqua kriminellen Elementen begegnen. Diesen Unerwünschten ist mit modernen Waffen und einem Vertrauen in Recht und Ordnung leicht beizukommen. Sorgen Sie für Gerechtigkeit. Vermeiden Sie Treffer. Weich großartig. Ein Schiff zerstört. Nur noch zwei Gegner sind übrig. Schilde kritisch. Ausgezeichnet. Alle Gegner wurden zerstört. Sie können so lange Sie möchten in dieser Simulation bleiben und weiterüben. Verlassen Sie das Gebiet und Ihr neues Leben beginnt. Sieh in der Aquapedia im Tagebuchmenü nach, um Einzelheiten über Aqua zu erfahren. Drücke links im Kreismenü. Ich danke, das weiß ich. Vielen Dank. Okay, setzen wir den Aufwachvorgang fort. Ihr Status? 78%. Bereit. Zustand der Station? Warnung! Zerstörung steht kurz bevor. Und das Wasser hier ist warm für diese Jahreszeit. Sie sind ein Glückspilz. Wir verbinden Sie nun mit einem Techniker der Kryos-Qualitätssicherung. Er leitet Sie durch den Aufwachvorgang. Im Namen der Vergangenheit wünschen wir Ihnen die Zukunft, die wir uns erträumten. Hört mich jemand? Hallo, Ismail. Die Zeit davon. Ach, blöde Maschine, jetzt springt schon an! Die Welt ist nicht mehr die, die ihr kanntet, Freunde. Die Menschheit ist von der Erdoberfläche verschwunden und vor dem nuklearen Winter und der zerstörten Umwelt in die Meere geflohen. Jetzt existiert nur noch Aqua. Und es ist nicht das versprochene Paradies. Ach, ehrlich? Ihr müsst aufwachen, Freunde. Ihr müsst fliehen. Überleben. Die Welt ist verändert, aber nicht verloren. Jawohl. Wir können es noch in Ordnung bringen. Achtung, Tischmann. Los, wacht auf. Ja. Ich finde es bis jetzt sehr cool. Es ist, ich hätte jetzt mehr so auf so einen Rail-Shooter gedacht, aber nee. Aber ich hatte echt gedacht, man kann irgendwie seine Dings ändern. Mal gucken, was da alles noch so geht in nächster Zeit. Weil es ist ja auch schon wieder eine. Also, ich sag mal so, ich hab's schon. Es ist nicht so, dass ich das Spiel schon ein bisschen länger beobachtet habe. Jetzt ein paar Tage. Ich habe auf den Sale gewartet, um ehrlich zu sein. So, das wollte ich sagen. Kostet sonst 30 Euro das Spiel, plus nochmal 10 Euro für diese digitale Extra-Upgrade, was anscheinend gebraucht wird. Die Erde. Die Klappe. So wurde dieser Planet einst genannt. Trockener Boden und Fels, soweit das Auge reichte. Türme, die an riesige Feuerbälle heranreichten. Kaum noch vorstellbar. Wir taten, was Menschen immer tun. Wir verloren alles. Alles Auslöser gewaltiger Kriege und Feuer, die die Metropolen verzehrten. Unsere letzte Hoffnung waren die Ozeane. Unterwassersiedlungen wurden erbaut, um Tiefseematerial abzubauen
Plankton zu ernten und die Reichen zu beherbergen, die sich in Kryostase begeben hatten, um den Krieg in dekadentem Schlaf zu überdauern. Der letzte Tag kam, und mit ihm versank der Planet in Finsternis. Seine Oberfläche für niemanden mehr bewohnbar. Was von der Menschheit übrig war, lebt nun in diesen Stationen tief unter dem Meeresspiegel. Geboren in eine Welt machthungriger Fraktionen, grauenvoller Technikkultisten, die vollenden wollen, was unsere Vorfahren begonnen haben. Ein Ort der Wunder und Schrecken. Ein Ort, der nie wieder Sonnenlicht erblicken wird. Dies ist die Welt, in der du seit Jahren schlummerst und darauf wartest, dass deine Zeit erneut anbricht. Kaelin, Nabila, Fedor, Hannah. Ihr erwacht in einer Welt, die nicht zwischen Freund und Feind unterscheidet. Zwischen richtig und falsch. Der Weg vor euch wird schwer sein. Nur wenige wollen ihn gehen. Und noch weniger überleben ihn. Die Bürde unserer Fehler lastet allein auf euren Schultern. Aber vergesst nie, ihr seid nicht allein. Ihr vier seid alles, was von Projekt Namo geblieben ist. Bleibt zusammen. Gebt aufeinander Acht. Eure Welt, die Welt, die ihr kanntet, ist nicht mehr. Dies ist die Welt von Aqua. Wo sind wir? Rumpfstabilität bei 25%. Der Durchbruch droht. Der Stationsarzt müsste uns überwachen. Es gibt doch Protokolle für sowas. Cool. Rumpfstabilität bei 14%. Der Durchbruch droht. Ist da draußen jemand? Bitte! Wer ist da? Rumpfstabilität bei 5%. Der Durchbruch droht. Ihr seid wach! Endlich seid ihr wach! Wer sind Sie? Nennt mich Ishmael. Ich habe so lange über euch gewacht. Navigationssysteme wieder in Betrieb. Also ich bin echt ein bisschen enttäuscht, dass es so am Laggen ist. Also ist ja nicht so, dass ich keinen guten PC habe. Es dauert Wochen, Monate, sogar Jahre, um aus dem Kryoschlaf zu erwachen. Und selbst dann sind manche nie wieder dieselben. Fahrt durch die Tunnel. Ich lenke die Beyonden ab. Was immer geschieht, ihr müsst überleben. Aha. Wir müssen überleben. Das Schiff! Die richten ihre Waffen auf uns! Wir müssen hier verschwinden. Ich will nicht meckern, aber du kannst nicht schießen diesmal hier, Alter. Mehr. Oh, Typ, Junge. Was soll das heißen? Da! Geh kaputt, ey.
Wo ist denn Ismael da? Kann weitergehen. Ich will immer R drücken fürs Nachladen, aber das muss ich mir mal verkneifen. Zappenduster mit dem Booster. Okay, wir können sogar mit F1. Ah, das ist cool. Dann können wir ausblenden. Ich finde das aber noch ganz schön wuchtig, das Menü. Also, das erinnert mich so an so andere Spiele, die ich schon gespielt habe. Wie zum Beispiel Mother Gunship oder so. Achtung, unbekanntes Schiff. Ich bin Turmus 6, Gehilfe der Bionten. Schaltet die Motoren aus und ergebt euch. Alles ist arrangiert. In der Nähe ist ein Treffpunkt. Ein Mann namens Okabe wartet dort. Los jetzt! Ich halte sie auf. Ich weiß doch nicht, wer ihr seid. Dafür aber, was ihr seid. Nicht viel raus hier! Worauf wartet ihr? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Hä? Wo muss ich denn hin, Mann? Ich verstand nicht, wo ich hin soll. Achtung, unbekanntes Schiff. Ich bin Turmus 6, Gehilfe der Bionten. Schaltet die Motoren aus und ergebt euch. Alles ist arrangiert. In der Nähe ist ein Treffpunkt. Ein Mann namens Okabe wartet dort. Los jetzt! Ich halte sie auf. Ich weiß doch, dass... Nicht viel raus hier! Worauf wartet ihr? Ja, ich bin ja schon dabei. Da seid ihr. Ismael. Mich juckt schon in den Fingern. Es
kommen zurück. Wir müssen hier verschwinden. Ja, lass sofort. Schnell weg hier. Tipp. Mit dem Kreismenü findest du das Tagebuch. Ja, ich weiß, wie das geht. Danke. Warum kriege ich eigentlich mal Tutorials, wenn ich schon Tutorials gemacht habe? Holt die anderen her, schnell! Schilde kritisch. Keine Gefangenen. Alter. Ein Handschuss? Was soll das? Nicht klein bei. Leidet. Wir haben sie abgehängt. Wir können kurz verschnaufen. Wirklich? Seit wir erwacht sind, will uns alles und jeder umbringen oder herumkommandieren. Können wir es bauen? Hey Leute, die Scanner zeigen etwas direkt vor uns. Noch mehr von denen. Wir sitzen fest. Alles raus. Nein, das Schiff ist anders. Und viel größer. Verdammt, Zeit, dass sie auftauchen. Captain Toshiro Okada. Schilde kritisch. Schnell, steigt ein. Wir müssen hier verschwinden. Endlich. Steig ein. Ich will dir was zeigen. An dem Platz, an dem sich meine Aqua-Leute rumtreiben. Yeah. Hilfe. Kurzinfo. Willkommen in der Anleger-Station. Wähle aus den Optionen aus und erkunde die Station mit Zurücktaste. Achso, ich dachte, ich kann hier rumlaufen. Was soll ich hier machen? Ich kann hier nichts. Hokage. Okay. Mechaniker. Auswählen geht nicht. Händler geht nicht. Willkommen auf der Tupilak. Das muss verwirrend sein. Aber ich muss euch fragen, was wisst ihr noch von der Welt vor all dem hier? Ich sag mal nix. Meinen Namen, den meiner Freunde, sonst nicht viel. Amnesie ist häufig Folge des Langzeit-Kryoschlafs. Das Gedächtnis kommt mit der Zeit wieder, ganz sicher. Okay. Ishmael, mein Freund,
Wir sollten euch gemeinsam über die Ozeane bringen. Wo ist er? Er treibt einen Wrack durch. Er hat sich für uns geopfert. Er war Wissenschaftler. Ein guter Mann. Wenn auch etwas exzentrisch. Er wird mir fehlen. Wo werden wir hingebracht? Wieso hat Ishmael uns aufgeweckt? An einen sicheren Ort. Mehr kann ich nicht sagen. Und wieso Ishmael euch aufgeweckt hat? Ganz einfach. Er hat euch das Leben gerettet. Und was für ein Leben das sein wird, hier in Aqua. Wir sollen ihnen einfach so trauen? Wir kennen sie nicht und Ishmael auch nicht. Ishmael. Warum sollen wir tun, was Ishmael. Sie sagen? Weil ihr keine andere Wahl habt. Und weil ich euch beschützen werde, solange ihr meine Gäste seid. Ihr werdet eigene Fahrzeuge brauchen. Und die TSJs, die ihr mitgebracht habt, sind nicht mehr brauchbar. In den Lagerräumen müssten genug Ersatzteile sein, um euch neue zu bauen. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ihr könnt euch frei Bescheid. Auf dem Schiff bewegen, aber nervt meine Crew nicht. Das sind gefährliche Gewässer und sie muss sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Wir reden später. Okay. Ja, gut. Wir könnten jetzt hier rein theoretisch reparieren. Das ist quasi unser Schiff hier, Shade. Da können wir jetzt ein paar Reparaturen vollführen. Aber ich möchte das angezockt nicht so lang ziehen. Von daher, wer dieses Spiel auch selber erleben möchte, der sollte sich, er sollte auf einen Sale warten oder er sollte sich einfach für die 30 Euro die Version holen, wobei er muss die 10 Euro noch drauf rechnen, wenn er das andere auch noch haben möchte. Ansonsten kann man hier so einiges einbauen. Man kann sogar das Schiff färben. Das ist ganz cool. Das gefällt mir sogar richtig gut. Hier immer schön in Grün und so. Ne, in Ankertgrün. Das ist Ankertgrün ungefähr. Gefällt mir. Kann man es noch zu? Gibt es mehrere Farben? Ja, guck mal. Ja, kannst du so kackbraun so. Ja, wie geil. Ne, Black. Black ist immer gut. Das ist weiß. Cool. Die Beleuchtung. Ja, das hier fällt dem Papa. Das hier fällt dem Papa. Gut. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wir gehen zurück. Ich speichere das Spiel. Okay, hat er automatisch gemacht. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü. Und ja, wenn du auch Bock hast auf Aquanox Deep Descents, wir haben hier ein kleines angezockt gemacht, inklusive Tutorial. Und ich würde sagen, ja, vielen, vielen Dank an den Entwickler Digital Arrow und an den Publisher THQ Nordic, dass das Spiel nochmal neu aufgelegt worden ist quasi. Und ja, wenn halt du das Spiel noch nie gespielt hast, so wie ich, finde es sehr interessant. Ich finde die Machart halt ein bisschen oldschool, aber so ist das nun mal damals gewesen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Let's Play angezockt oder sogar Livestream. In diesem Sinne, tschüss!